So, dieser Boss hat es auf jeden Fall ernst gemeint. Wir hätten es ohne die Hilfe aller nicht geschafft, also vielen Dank. Jetzt schauen wir mal, welches Teil genau wir gefunden haben. Oh, das ist für mein Gehirn, ich fühle mich gleich klüger. Oh je. Oh, meine Safe-Funktionalität wurde erweitert. Jetzt kannst du Geld einlagern und es sogar investieren. Deine Mittel müssen jetzt richtig schnell anwachsen. Frage ist, wo stecke ich jetzt bei ihr Geld rein? Das ist ja super und so, aber wie formuliere ich das? Irgendwie ist es seltsam, jetzt plötzlich in der Lage zu sein, Geld zu lagern. Es also direkt bei Ray einreichen, wie bei einem Geldautomaten. Mach dir darüber keine Gedanken. Kannst du dich an etwas von der SBC-Flügel erinnern? Ein wenig, dort habe ich lange Zeit gelebt. Deswegen ist es so wichtig, dass ich euch helfe. Hat ja bereits gesagt, dass ich im Prinzip der Schlüssel bin, um auf dieses Schiff zu gelangen. Wow, mir war nicht klar, dass so viel davon abhängt. Ein Grund mehr, die anderen Teile schnell zu finden. Stimmt's, Zane? Quest abgeschlossen. Arphasys-Teile. Bam! So, ab geht's so langsam. So, was habe ich denn überhaupt für Quests? Wir machen jetzt erstmal ein bisschen hier. Hier. 13. 5. Machen wir noch ein bisschen Nebenquests. So. Jagdaufklärungsautomat? Unterschiedliche Humanoide haben unterschiedliche KI. Schalte für uns ein paar Aufklärungsautomaten aus. Aber achte auf die Streuung ihrer Schrotflinten. Oh. Machen wir doch das mal. So, wo muss ich denn dafür hin? Mal da lang. Oh. Ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, wo ich meine Quest da abholen kann. So. Oh, da ist der schon wieder. Ich mag den ja gar nicht. Hey, wie läuft das Geschäft? Es ist ein guter Zeitpunkt, um zu reden. Ich, egal. Ich hätte dich nicht stören sollen. Tut mir leid. Nein, warte! Geh nichts. Ich sehe, du hast heute kein, nicht jemand Bestimmtes dabei, wie sonst immer. Naja, nicht, dass du das müsstest oder so. Es ist nur, weil ihr zwei sonst unzertrennlich seid. Dann erzähl mal, was geht da zwischen euch beiden? Was wirklich? Das ist eine KI? Du nimmst mich aber nicht auf den Arm, oder? Niemals! Mal im Ernst, ich habe es vor kurzem in der Stadt gesehen und es fiel einfach so aufs Gesicht und dabei lag da gar nichts, auf dem man hätte auswischen können.
Und es ist auch so gelassen, ich hatte ja keine Ahnung, dass es solche KIs gibt. Aber tut mir leid, eins nach dem anderen. Ich möchte dich um einen großen Gefallen bitten, einen Gefallen, um den ein Mann nur einmal in seinem Leben bittet. Bitte dich, mir den Aphasis zu übergeben. Sehr, sehr komisch. Mir ist egal, was dazu nötig ist. Ich gebe dir alles, was ich habe. Verdammt, wenn das nicht ausreicht, dann lasse ich mich nur noch mehr einfallen. Verstehe schon, dass ich nicht den besten ersten Eindruck hinterlassen habe, weil ich Mr. Nummer 2 bin oder so, aber das ist okay. Ich weiß schon, ich bin auch nicht der hellste Kopf, aber ich erkenne einen guten Fang, wenn ich einen sehe. Und glaub mir, diese KI ist ein guter Fang. Stimmt schon, sie vermasselt immer irgendwas oder sagt etwas Dummes, aber das ist Teil ihres Charmes. Ich kann meine Augen nicht von ihr lassen. Ich bin hauptsächlich für meine Stärke zu gebrauchen, aber echte Kameradschaft kann ich nicht erzwingen. Dafür braucht es Herz und Chemie. Ich weiß einfach, dass wir das Zeugs haben, um es gut zu verstehen. Deswegen hätte ich sie gerne als meinen Partner. Mir ist sogar egal, dass sie tollpatschig ist. Sie ist so süß. Ich bin mir sicher, dass ich sie zum bestmöglichen Partner erziehen kann. Wirst sehen. So wie sieht's aus, denn? Gibst du mir die Einheit? Ich flehe dich an, bitte. Ich muss sie haben. Ja, du hast wohl recht. Du bist nicht der Typ dafür, einen Freund einfach so zu verkaufen. Naja, ich habe meinen Teil gesagt und dazu stehe ich. Ich bereue nicht, dass ich dich heute gefragt habe. Vergiss nur nicht, dass... Vergiss nur nicht, dass dein Aphasis wie jeder andere Gegenstand hier betrachtet wird. Jeder in diesem Spiel, der ist... Pass auf dich, auf da draußen. Man kann nie wissen, wann ich versuche, es mir zu holen. Und wenn es passiert, solltest du vorbereitet sein. Wassershow, CXU. Ich will jetzt aber eigentlich eine andere Quest machen. Die Frage ist jetzt nur, wo kann ich denn diese Quest eigentlich machen? Ganz. Wird irgendwie nicht an der Karte angezeigt. Komisch. Boah, schon wieder diese Ladezeiten der Hölle. Das ist ein Spiel von 2018, ey. Eieieiei. So, wo muss ich denn dafür hin? Teleportiere ich mich halt mal irgendwo hin. Wird schon irgendwie passen. Da wird es ja wohl ein paar von diesen Viechern geben.
Jetzt kann man auch aufs Klo gehen. Hier ist eine Küche. Aufklärungsautomaten. Schauen wir mal. So. Oi, Miro. Boom. Die Distanz ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt aber nicht die Nebenquest, oder? Wahrscheinlich die Hauptquest. Ja, sicher. Und ihr jetzt auch. Schön. Da bist du ja. Ich habe nur darauf gewartet, dass du nach draußen kommst. Ich weiß auch, was du es abgesehen hast. Du willst dir Ray schnappen. Tut mir leid, aber das kannst du vergessen. Wenn du einen Aphasis willst, dann musst du wohl jemanden anderen überfallen oder einfach eins mieten. Ray wirst du nicht bekommen. Komm nicht in Frage, ich will einfach nur deinen Aphasis und ich rühre mich nicht von der Stelle, bis ich es habe. Nein, ich weigere mich, mit dir zu gehen. Huch, ich sage es geradewegs. Ich mag Leute, die nicht um den heißen Brei herumreden. Gib sie ihm. Dann kriegst du das nicht in deinen Kopf. Ray mag dich nicht. Punkt. Vergiss es einfach. Langsam wirst du gruselig. Langsam? Wer ist denn hier gruselig? Ich verspreche, selbst wenn ich es besitze, wird es frei sein und kann tun und lassen, was es will, genau wie jetzt. Mir doch egal, für wen es registriert ist. Fakt ist nun mal, dass ich es will und es mir gehören wird, ich komme, was wolle. Ach, weißt du was? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deine Einstellung. Zane, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Gleich hier, gleich jetzt. Auf geht's. Schlage dir einen Deal vor. Ich will immer noch das Aphasis. Wenn ich diesen Kampf gewinne, aber im unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, gebe ich dir was Nettes für deine Unannehmlichkeiten. Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Wieso glaube ich das nicht? Ein verlockendes Angebot. Wie willst du deinen kleinen Kampf abhalten? Nun ja, da ihr bereits in einer Gruppe seid, dachte ich mir, ihr könntet gegen mich und meine Crew kämpfen. Wie wär's? Moment mal, wie meinst du das? Was meinst du mit vorerst? Was ich gesagt habe, ich bin übermütig geworden, habe dich auf die leichte Schulter genommen, weil ich dachte, du Newbie hättest eh nichts drauf. Aber du hast noch nicht erlebt, was ich wirklich kann. Ja, der Boss ist noch stärker, als er aussieht. Wenn er einmal sein Auge auf etwas geworfen hat, gibt er nicht auf, bis er es hat. Ja. Dann hat es wohl... Stimmt, du wirst mich schon noch früh genug wiedersehen. Also halte dich besser bereit. Bis dann. Bye-bye. All den Spielern, deren Aufmerksamkeit wir erregen konnten, musste es gerade er sein. Es ist echt nicht leicht, so beliebt zu sein.